Jetzt demonstrieren wir auch hier einmal, wie es nicht aussehen soll. Viel zu tief die Halseinstellung, Kopf heruntergezogen. Das tötet jeden Drang nach vorne. So kann man ein Pferd vielleicht abrichten und gehorsam machen, aber die Geschmeidigkeit geht verloren. Der Rücken ist fest. Schauen wir es noch einmal in der Zeitlupe. Die Hinterhand ist hoch. Es geht alles auf die Vorhand. Wer meint, er könne ein Dressurpferd ausbilden, indem er ihm den Kopf herunterzieht, der wird mit diesem Bild enden. Das ist falsch. Zurück zur richtigen Einstellung. Das Lob hat dieses Pferd auch verdient. Es ist eigentlich erstaunlich, dass er dies mit sich hat machen lassen. Deswegen wird er zunächst noch einmal geradeaus in frischem Arbeitstrab nach vorne getrabt, um ihm seine Sicherheit zurückzugeben. Aber dann nochmals aus der Ecke heraus in die Diagonale und Mitteltrab. Schöne Halseinstellung, schauen Sie auf die gespitzten Ohren. Hier geht die ganze Bewegung bergauf. Und zur Belohnung zum Schluss Zügel aus der Hand kauen lassen. Der Prüfstein dafür, dass dieser Bewegungsablauf echter Schwung war und keine Trabtritte, die aus falscher Spannung erzwungen wurden.